Die Stadt braucht dich. Bringe die regionale Wirtschaft zum Erblühen und sorge so dafür, dass deine Stadt einen regelrechten Boom erlebt. Dein logistisches Geschick ist der stärkste Wirtschaftsmotor weit und breit. In diesem Tutorial versorgst du eine Stadt mit Gütern. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Transportfieber. Heute spielen wir das, so wie es aussieht, letzte Tutorial, den Gütertransport. Und ich würde sagen, die Stadt braucht dich. Auf geht's. Bringe die regionale Wirtschaft zum Erblühen und sorge so dafür, dass deine Stadt einen regelrechten Boom erlebt. Dein logistisches Geschick ist der stärkste Wirtschaftsmotor weit und breit. In diesem Tutorial versorgst du eine Stadt mit Gütern. Dann werden wir das doch mal tun. So. Die Bewohner der Stadt haben noch andere Bedürfnisse, als sich bloß herumkutschieren zu lassen. Die Stadt braucht Güter für Gewerbe- und Industriebetriebe. Diese lassen die Stadt zusätzlich wachsen. Zeit, die Wirtschaft anzukurbeln. Falls du einmal nicht weißt, wo sich die aktuelle Aufgabe abspielt, klicke einfach auf das Fadenkreuz an der linken oberen Ecke des Aufgabefensters. Eine Medaille kann in dieser Mission verdient werden. Okay. Schaffe Arbeitsplätze und Einkaufsmöglichkeiten. Werde zum Wirtschaftsmotor der Region. Es gibt eine ganze Reihe an Gütern. 6 davon sind sogenannte Endprodukte, die in die Stadt geliefert werden können. Das Beliefern der Städte fördert deren Wachstum. Es schafft mehr Arbeitsplätze und Einkaufsmöglichkeiten, was wiederum für mehr Einwohner sorgt. Betriebe, welche die Güter für den Endverbrauch in der Stadt produzieren, befinden sich außerhalb der Städte. Hier zum Beispiel ist eine Fabrik, die Baumaterial herstellt. Baumaterial ist eines der Endprodukte, die von der Stadt verbraucht werden und als Rohstoff Stein benötigen, um hergestellt werden zu können. Das war mein Part. Egal. Stein wird in einem Steinbruch abgebaut. Der Steinbruch benötigt keine Güter, um zu funktionieren und bildet somit den Anfang der Produktionskette. Der Steinbruch hat bereits mit der Produktion von Stein begonnen und legt die Güter in seinem Ausgangslager ab. Dein Ziel ist es, diese Waren zur Fabrik für Baumaterialien zu liefern. Okay. Der Steinbruch braucht Abnehmer. Sorge dafür, dass der produzierte Stein seinen Weg in die Baumaterialfabrik findet. Denn Baumaterial ist in einer wachsenden Stadt immer gefragt. Baue jeweils einen Güterbahnhof im roten und grünen Bereich. Güter benötigen einen anderen Bahnhofstyp als Passagiere, den Güterbahnhof. Achte darauf, die Bahnhöfe so zu bauen, dass es im nächsten Schritt möglich ist, sie ans Straßennetz anzuschließen und auch mit Gleisen zu verbinden. Die Industrie muss sich im Einzugsbereich des Bahnhofs befinden, damit Güter von der Industrie zum Bahnhof gelangen. Alle Gebäude im Einzugsgebiet werden beim Platzieren von Stationen farblich hervorgehoben. Okay, das kriegen wir hin. Zug, Güterbahnhof. Ja, okay, man muss hier auf Waren gehen, dann kommt der Güterbahnhof. Dann wählen wir den mal aus. So, drehen. Falsche Richtung. Ich schließe sie mal direkt an. Ich hoffe, das ist okay. So, der nächste. Okay, machen wir so. Die Bahnhöfe sind errichtet. Nun steht dem Rollen der Steine nichts mehr im Wege, außer vielleicht ein unebenes Terrain. Nichts, das sich nicht mit Geld lösen ließe, wobei es sich doch lohnt, seine Strecke sorgfältig zu planen. Verbinde die Güterbahnhöfe mit Gleisen. Du kannst Gleis über weite Strecken legen. Das Gleisbau-Tool gleicht die Landschaft automatisch an.
Geländeveränderungen kosten aber Geld. Wenn du im Geländeprofil folgen möchtest, dann baue die Gleise in kleineren Abschnitten. Okay. Das heißt, wenn wir das so machen, würde ein Gebäude entfernt und das Ganze kostet 100k. Also 100.000. Machen wir es halt mal so, dann bleibt das Gebäude auf jeden Fall auch schon mal stehen. Schon bald können wir den Stein auf seine Reise schicken. Zum Glück ist so ein Stein weit weniger anspruchsvoll als ein Pendler. Erstelle eine Linie und füge die Güterbahnhöfe hinzu. Klicke auf den Linienmanager im unteren Menü, wähle anschließend neue Linie. Das kriegen wir hin. Zwei Haltestellen können per Klick auf die Haltestellensymbol der Linie zugeordnet werden. Wenn die Linie mindestens eine gültige Haltestelle hat, wird der Weg, den die Fahrzeuge nehmen, farblich auf den Gleisen markiert. Neue Linie, der da und der da. Nun wird noch ein Güterzug benötigt. Errichte als nächstes ein Depot. Depots werden benötigt, um Fahrzeuge zu kaufen. Wähle das Depot für Züge aus dem Baumenü und baue es in den gelb markierten Bereich. Depot, da. Falsche Richtung, die wollte ich drehen, weil die. Nun benötigst du einen Zug, der die Steine vom Steinbruch zur Fabrik liefern kann. Klicke auf das Depot und wähle Zug kaufen und kaufe eine Lokomotive und zusätzlich 5 Schüttgutwaggons. Achte darauf, dass die Waggons Steine laden können. Jeder Waggon kann eine bestimmte Art von Gütern transportieren. Schüttgutwaggons sind zum Beispiel für Kohle, Eisen, Schlacke, Getreide und eben Stein geeignet. Die möglichen Ladungen werden im Depot vor dem Kauf angezeigt. Wenn das Depot errichtet ist, schließe es noch an die bestehenden Gleise an, damit der Zug die Bahnhöfe erreichen kann. Waggons werden automatisch an die Lokomotive angehängt, sobald diese im Depot steht. Und falls du das Depot nicht anklicken kannst, bist du eventuell noch im Gleisbaumodus. Okay. Das müssen wir jetzt auch mal zuerst machen. So, angeschlossen. Jetzt klicken wir das Depot an und kaufen den Zug. Da nehmen wir diese Lok. Offener Güterwaggon. Kohle, Eisenerz, Stein, Getreide und Schlacke. Gut, den kaufen wir. Fünf brauchen wir. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Los geht die Fahrt. Weise den Zug der Linie zu. Linie 1. Hervorragend. Der Zug macht sich auf den Weg, um die erste Ladung Stein abzuholen. In der Zwischenzeit kannst du den Steinbruch und die Fabrik für Baumaterialien anklicken, um mehr über die Produktion zu erfahren. Warte, bis die erste Einheit Steine geliefert wurde. Das hier ist der Steinbruch, oder? Hoppla, so. Genau. Übersicht. Linienbenutzung? Nein. Ach ne, Moment, das ist der Bedarf. Das ist nicht der Steinbruch. Was erzähle ich denn da für einen Unfug? Hier ist der Steinbruch. Linienbenutzung noch nicht, aber das dürfte sich gleich ändern. Bedarf keinen Produkte Stein. Gerade mal einen kleinen Nieser rausschneiden müssen.
Produktion 22. 11 Stück hat er im Lager, das heißt, die dürften jetzt gleich geladen werden. 12 hat er im Lager. Das ist das Diagramm. Okay. Hat er jetzt nichts geladen? Kohle? Wieso Kohle? Wieso hat er Kohle geladen? Das verstehe ich jetzt nicht. Der braucht Stein und Schlacke und baut daraus Baumaterial. Ah, der Wert der Produktion gibt an, wie viel Güter der Betrieb im aktuellen Jahr produziert hat. 0. Der Wert Limit gibt die maximale Jahresproduktion an. Dieses steigt, wenn die Güter regelmäßig und in entsprechender Menge abtransportiert werden. Der Wert Potenzial zeigt an, wie viel Güter der Betrieb vom anderen verbundenen Betrieb empfangen bzw. an diesen liefern kann. Das ist hier. Das mit der Kohle verstehe ich jetzt nicht. Haben wir da... uns vertan bei den Anhängern. Ich habe ihn jetzt mal ins Depot geschickt. Ah ja, sehr gut. Und dann kann ich nochmal wegen den Anhängern gucken. Verkaufe ich die eventuell nochmal, wenn das geht? Und guck, dass ich da Stein auswähle für die. Das mit der Kohle ist nämlich doof. Ich will keine Kohle transportieren. Wenden. Ah, automatisch. Nein, nicht automatisch. Stein. Das ist jetzt fest. So, Linie zuweisen. Jetzt klappt es vielleicht besser. Geben wir mal ein bisschen Gas. Damit der Zug auch schnell ankommt. Das hier dürfte das Steinlager sein. Ja, genau. 100, jetzt ist er voll. Ja, jetzt hat er Stein geladen. Perfekt. Genau so sollte es sein.
schnell zum nächsten Bahnhof eilen. Gehen wir mal wieder auf 1 zurück. Jawohl. Sehr gut. Die erste Lieferung Stein ist bei der Fabrik eingetroffen. Die Fabrik beginnt nun mit der Umwandlung von Stein in Baumaterialien. Dazu werden Steine aus dem Eingangslager genommen und im Ausgangslager als Baumaterial abgelegt. Beobachte, wie die Fabrik die ersten 5 Baumaterialien produziert. Dann beobachten wir das mal. 3 von 5. Schlacke hat sie schon. Vier von fünf, einer fehlt noch. Das Lager der Fabrik füllt sich, richtet zum Abtransport der Baumaterialien eine LKW-Linie in die Stadt ein. Baue je eine LKW-Station in den farbig markierten Bereichen. LKW-Stationen werden abseits der Straße platziert. Wenn produzierte Güter nicht abgeholt werden, wird das Lager bald volllaufen und die Fabrik wird auch bald keinen Stein mehr annehmen. Baumaterialien sind Güter, die von der Industriegebäude in der Stadt verbraucht werden. Entsprechend sollte sich die LKW-Station in der Nähe dieser Gebäude befinden. Um zu erfahren, welche Güter ein Gebäude benötigt, klicke es einfach an. Hier muss ja dann irgendwo der zweite farbige Kreis sein. Dort ist er. Das heißt, hier müsste ja Industrie, genau, Güterbedarf. Baumaterial. Maschinen, Treibstoff. Okay. Das kriegen wir auch auf die Reihe, denke ich. Material. LKW-Station. Sollen wir gleich eine große bauen? Okay. Und dann brauchen wir hier auch noch eine. LKW-Station. Jetzt fehlt nur noch ein passendes Straßenfahrzeug für den Transport in die Stadt. Errichte als nächstes ein Depot. Depots werden benötigt, um LKWs zu kaufen. Wähle das Depot für Straßenfahrzeuge aus dem Baumenü und baue es in den gelb markierten Bereich. Stationen und Depots können mit den Tasten N und M gedreht werden. Achte beim Platzieren darauf, dass das Depot korrekt an die Straße angeschlossen ist. Ja, das kriegen wir hin. Straßenfahrzeug, Tram. Wir brauchen Straßenfahrzeug. Ach so, ist schon markiert. Fast geschafft. Das Wirtschaftswunder ist in greifbarer Nähe. Nur noch ein paar wenige logistische Kniffe und die Stadt wird mit Baumaterial versorgt. Klicke auf das Depot, wähle Straßenfahrzeuge kaufen und kaufe einen LKW. Achte darauf, dass das Fahrzeug auch tatsächlich ein LKW ist und Baumaterialien beladen kann. Falls du das Depot nicht finden solltest, okay, das kennen wir schon. Kaufen. Wir haben einen Opel Benz, Quatsch, einen Benz und einen Opel Blitz und können transportieren Baumstämme, Fibern, Baumaterialien, okay, 40 km/h, der fährt sogar 60. Der Opel Blitz, ja, Baumstämme, viel Kohle, Eisen, Getreide, Kunststoffe, Schlacke, Baumaterialien. Dann gehen wir aber mal vorsichtshalber auf Baumaterialien. Und kaufen einen LKW. Dann müssen wir noch eine Linie erstellen.
Neue Linie. So, okay. Weisen die Linie zu. Habe ich den falschen LKW gekauft? Gratulation. Die Stadt bekommt bald ihre erste Güterlieferung. Der Aufschwung kann beginnen. So. Da sind unsere LKWs unterwegs. Als Bonusaufgabe kannst du noch dafür sorgen, dass du mindestens 10% des Bedarfs der Stadt an Baumaterialien deckst. Klick auf den Stadtnamen, um mehr über den Bedarf herauszufinden. Je besser der Bedarf gedeckt ist und je mehr verschiedene Güter du in die Stadt lieferst, desto besser entwickelt sich die Stadt. Du kannst diese Aufgabe auch überspringen, um dieses Tutorial direkt zu beenden. Schauen wir einfach mal. Linienbenutzung ist schlecht, Einkaufsmöglichkeiten sind schlecht. Werkzeuge, Lebensmittel, Waren, Arbeitsplätze, Baumaterialien, Maschinen und Treibstoff. Was gibt es denn da noch in der Nähe? Da ist nur der Steinbruch. So, die haben Bedarf an Getreide und Vieh. Der stellt Vieh und Getreide her. Okay. Das wird dann aber eine teure Geschichte. Aber probieren wir mal. So. Wir kaufen normale... Achso, den Bahnhof brauchen wir ja erst noch. Der Güterbahnhof. Jo, entfernen wir mal das Feld. Ist jetzt in diesem Fall nicht so wichtig. Und dann brauchen wir noch einen Güterbahnhof. So. Jetzt achten wir mal nicht so aufs Geld. Normalerweise wäre hier diese Tunnellösung natürlich unglaublich teuer. So, die hätten wir angebunden. Dann brauchen wir jetzt im Prinzip noch einen Zug. Erstmal eine Linie. Und zwar neue Linie. Machen wir eine von hier nach hier. Und noch eine Linie, die bauen wir von hier nach hier.
So, das heißt, wir brauchen noch zwei Züge. Einmal einen Lok. Kaufen. Was transportiert der Kohle, Eisenerz, Stein, Getreide und Schlacke? Oh. Vieh, Kunststoff, Maschinen, Werkzeuge, Lebensmittel, Waren. Jetzt wird's spannend. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. So, der. Oh. Dann kehren wir doch ins Hauptmenü zurück. So, damit wäre das Tutorial beendet. Was bedeutet, in der nächsten Folge starten wir die Missionen. Ich sage deswegen schon mal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid auch morgen wieder dabei, wenn wir dann unsere Missionen starten. In diesem Sinne, tschüss, bis morgen.